Fishing Masters Show 2019. Für uns als Fishing Tackle Max Team, ganz besonders aber für die Besucher, ist das immer ein absolutes Highlight. Denn hier hat man die Möglichkeit, die Angelprofis am Wasser zu erleben und vor allen Dingen auch mal das ganze Tackle nicht nur in die Hand zu nehmen, sondern auch am Wasser mal vorgeführt zu bekommen. Wo gibt es das sonst? Auf keiner anderen Messe, die ich kenne jedenfalls. Ich glaube, wir sind das sechste Mal jetzt auf der Fishing Master Show und wir hoffen, dass viele Leute kommen. Wir haben viele Experten heute mit dabei, den Veit Wilde, den Michael Kahlstadt, den Sven Busse, den Jens Marek. Der Außendienst ist mit da, der die Beratung in unserem Verkaufszelt macht und wir haben schon viele nette Gespräche gehabt, ein paar Fischewochen auch schon gefangen. Und jetzt schauen wir mal, wie das Wochenende weiter so verläuft. Bei Gummis benutze ich eine Rute. Ich benutze da zwar geflochtene Schnur, aber eine Rute andererseits, die so eine weiche Spitze hat. Ja. Und dann merkst du richtig, tok, tok. Und dann geht die Rutenspitze rum und dann mache ich 21, 22 und dann mache ich den Anschlag. Und das ist eben mit diesen Gummis. Und deswegen ist es so wichtig, dass die so geflavored sind, damit die den wirklich ins Maul nehmen und schlucken. Findest du aber solche Informationen auf meinem Kanal, Mike's Big Trouts. Ja, ist mein erstes Mal bei der Fishing Masters. Ja, ist eine schöne Veranstaltung. Wir hatten gestern eine erste schöne Party. Das war schon mal ein guter Auftakt. Heute haben wir Bombenwetter, offensichtlich auch gut besucht. Ich denke, das wird auch heute wieder ein schöner Tag. Ich hoffe, mit vielen Leuten, die man trifft und die Fragen haben zum Thema Spoonangeln, das, was ich heute vorstelle. Also ich denke mal, hauptsächlich können wir hier heute mit Barschen rechnen. Forellen eher nicht so. Barsche, ich sag mal so 20 bis 30 cm, ich denke, die können wir hier erwarten. Einen habe ich auch schon gefangen. Da vorne haben wir PL, der da angelt mit seiner Fiederrute, hat auch schon einen Barsch gefangen. Also ich denke mal, das ist der Fisch, den wir hier heute vornehmlich fangen werden. Ich denke, Wurm wird auch ganz gut laufen, aber da die Barsche relativ weit unten stehen, wird es wohl der Bleikopf mit einem Gummiköder sein. Auch Gummiköder, die man zum Forellenangeln nehmen kann. Die eignen sich auch sehr gut zum Barschangeln. Also wir haben hauptsächlich die Spoonangelei dabei, Spoons, Gummis, das Raubfischprogramm vom Veit Wilde, unser Seika Pro Programm. Da haben wir die neuen Ruten dabei, die neuen Gummifische dabei. Anderer Tag, andere Köder, ne? Ja, meistens ist es so. Genau. Und manchmal ist es ja so, dass dann gelb nicht läuft, sondern orange. Genau. Ein Kumpel von mir, der ist ja darauf, der hat früher ganz viele Fehlwürfe mit seinen Spoons gekriegt. Ja. Ganz böse Forelle, wirklich kurz an die Rute, die kurz abgezogen weg. 4-5 Mal da die Schnauze voll gehabt. Schon harte Rute, 20 Gramm Rute. Das wird wohl dran liegen, ne? Habe ich auch gedacht. Na, er hat schon gesagt, ey, und dann eine geflochtene Schnur. Wir haben es auch schon gesehen. Geflochtene Schnur? Ich glaube, ja. Bin mir nicht ganz sicher. Siehste? Ja. Dann haben wir die beiden Fehler schon. Soll er sich so eine Rute kaufen und monofile Schnur nehmen? Ja. Ich versuche ja den ganzen Tag schon, oder seit 2 Stunden jetzt, kann man sagen, auf Brassen und Barsche zu angeln, was eigentlich ganz gut geht. Heute sind mehr Barsche unterwegs, aber ab und zu kann man auch eine Brasse fangen. Wie ihr schon seht, angle ich heute mit der Fiederrute. Oh, jetzt müsst ihr umschwenken. Schwenk mal auf den Fisch bitte, Annika. Auch sowas fängt man hier. Jetzt haben wir hier einen Aal. Auch die verlieren sich ab und zu mal. Ihr Kescher nehmt mal. Das sind natürlich seltene Beifänge beim Fiederangeln, aber auch sowas gibt es hier. Den holen wir mal schnell raus hier. So, wie man jetzt hier so schön sieht, ein schöner, maßiger Aal. Auch wie gesagt, sowas fängt man beim Fiederangeln ab und zu. Wir wollen zwar lieber die Brassen fangen, aber ab und zu gibt es auch mal einen Aal. Jetzt wird es natürlich ein bisschen dramatischer.
den jetzt abzumachen. Ups. Und ab ist er. So, da wir den nicht haben wollen, setzen wir den natürlich wieder zurück, wie sich das denn gehört. Ohne den Fisch, wenn sie hier runterzuschmeißen, weil wir wollen ja auch fischschonend umgehen. Oh, und weg ist er, oder? Gestern haben wir schon nicht gesprochen, ne? Ja. So, jetzt müssen wir uns natürlich ein neues Vorfach dran machen, weil die Aale, die haben kleine Zähne, die beschädigen hier deine Vorfachschnur. Dann müssen wir jetzt mal schnell ein neues Vorfach machen, weil ich habe hier keine fertig. Wir benutzen hier von der Firma Fishing Tackle Max von Sasam in der Größe 10 einen Wurmhaken mit Öhr. Das lässt sich immer schnell am Wasser binden. Einen relativ kleinen Haken. Weil die Fische beißen ja heute nicht ganz so stark, wie sie gestern waren. Wir wählen so beim Fiederangeln im Rassen ungefähr eine Vorfachlänge von einem Meter. Das sind so Erfahrungswerte, die man sammelt. So, schon ist unser Haken hier unten fertig gebunden. Jetzt schneiden wir die überstehende Schnur, schneiden wir natürlich noch weg. Die benötigen wir nicht, die würde stören beim Fischefangen. Und jetzt müssen wir natürlich noch eine Schlaufe dran machen. Sonst können wir das oben nicht infädeln. Dafür benutzen wir einen Schlaufenbinder. Das geht sehr zügig. Schon hat man die gewünschte Schlaufe in seiner Größe, wie man das haben möchte. Schneidet hier ebenfalls die überschüssige Schnur ab. Dann kann man den Haken an der Hauptschnur befestigen. Dafür haben wir hier einen Wirbel hängen. Ziehen das nur durch den Wirbel durch. Haben dann unsere Schlaufe hier oben. Fädeln das dann einmal durch. Können jetzt die Schnur bis zum Wirbel runterziehen. Und schon sind wir wohl einsatzbereit. So, als Köder benutzen wir hier hauptsächlich einen Wurm mit 1 bis 2 Mahnen nutzen wir hier. Das war so bis jetzt das Beste an Ködern, was wir jetzt hier bis jetzt ausprobiert hatten. Den Wurm hängen wir einfach bloß ganz normal ein. Dann kann er schön zappeln. Machen uns noch 1 bis 2 Mahnen mit den Haken. Jetzt können wir den Futterkorb befüllen. Dafür nehmen wir eine Mischung zwischen Caster und geschnittene Würmer. Da befüllen wir unser Inneres des Korbes. Befüllen wir das ganz kräftig. Dann nehmen wir unser Futter und machen als Futter oben drauf einen sogenannten Deckel, wie man es so schön nennt, dass das nicht raus kann, diese Köder. Und wenn wir das oben haben, können wir das von unten genauso machen. Jetzt drückt man eine Seite nochmal nach und schon ist unser Korb fertig befüllt. Jetzt ist bei der Rolle ist die Länge eingeklippt. Wir angeln hier ca. 40 Meter. Und jetzt kann man auf sein Futterblatt schmeißen. So, Vorsicht bitte. So, jetzt kommt der Clip, wie ihr seht. Dann könnt ihr die Rute ablegen. Der Futterkorb sinkt jetzt ab. Wenn der Futterkorb unten am Grund angekommen ist, dann müsst ihr noch mal ein bisschen mit der Rolle noch nachspannen und dann sollte schon wieder relativ zügig der nächste Biss kommen. 25 Monophile. Die brauchst du als Dehnung, weil wenn du nur die Flochtene machen würdest, würdest du dann deinen 18er Vorfach einfach durchschlagen beim Anheben. Das bleibt dann nicht aus. Ja, vom Futterkorb bis zum Haken hast du hier eine 18er Schnur. Und danach kommen dann 2 Rutenlängen an eine Monophile, die schwarze, und die bindest du an deine geflochtene Schnur an. Weil sonst hättest du zu viel Druck auf den Haken vorne. Du musst die, brauchst diese Monophile als Ausgleich. Heute zweite Tag der Fishing Masters Show hier in Stralsund am Hafen und man kann wieder richtig viel erleben. Vor allem hier bei uns an unserem Fishing Tackle Max Stand. Es ist heute auch schon einiges passiert, denn mein Kollege Sven Busse, eigentlich ein absolut ausgebuffter Forellenangler, hat schon einen richtig geilen Hecht gefangen von 90 cm. Obwohl die Veranstaltung noch gar nicht begonnen hatte, war das ein absolutes Highlight, denn es waren
bereits zahlreiche Besucher da und er hat den Fisch gefangen. Man sieht es übrigens auf unserer Facebook-Seite, den ganzen Drill mit einer leichten Spoonroute und einem 018er Monovorfach. Beim Köder kann ich mir selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das war nämlich einer von unseren Seika Pro Speedjets, die 6 cm Version. Und ich fand es richtig geil, dass er diesen Hecht landen konnte. Ja, mein Kollege PL, absoluter Fiederprofi, drillt hier schon wieder eine Brasse nach der anderen. Also deswegen große Menschentraube bei uns. Die Experten sind da, unser Tackle ist da und die Fische sind auch da. Lässt man sich nicht entgehen. Oh! Bill, guck dir mal das hier an. Ja, hallo, moin, moin und guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Es geht heute um Spoonangeln in verschiedenen Gewässern. Und Spoons sind quasi mini kleine Kunstköder. Sehr, sehr kleine Blinker. Ich hoffe, dass man das so sieht. Kann man das so sehen? Ist das in Ordnung so? Also wirklich sehr, sehr kleine Kunstköder, kleine Blechköder. Und damit wird eben in vielen Forellenseen auf Forelle geangelt. Und es geht eben darum, dass man eigentlich die Spoon-Auswahl so gestalten muss, dass man praktisch in der Schicht ist, in der die Forellen auch sind. Das heißt, ich brauche völlig andere Spoons, wenn die Fische knapp unter der Oberfläche sind. Da brauche ich zum Beispiel sehr, sehr leichte Spoons. Und wenn die Fische tief unten am Grund sind, brauche ich also wesentlich schwerere Spoons. Damit man ein paar Meter weiter werfen kann, benutzt man dann auch entsprechend dünne Schnur. Das normale zum Beispiel wäre, was wir gerne benutzen, Monofil 0,12 mm, also 0,12er Monofil oder zum Beispiel 0,14er Monofil. Also wirklich ganz, ganz dünne Schnur, damit ich auch einen Köder, der 1 Gramm wiegt, entsprechend weit werfen kann. Der Michael und Veit hatten dann auch noch Vorträge auf der Bühne, die auch gut besucht waren. Ja, das war ein wunderschönes Wochenende für Fisching Tackle-Mats und für uns natürlich auch. Wetter war super, kein Regen. Der Wind ging immer ein bisschen verbrannt sind wir, aber alles gut. Aber Barsche beißen anders als Forellen. Das ist, ja, ich habe aber auch 3-4 Jahre gebraucht, um mit Gummi angeln. Mir macht keiner was vor, ich komme von der Müritz. Ne? Ja. Da hatte ich gut auf der Müritz, aber jetzt bin ich auf so einem kleinen Waldsee, da fahre ich mit dem Beiboot hin. Aber das sind also Barsche, aber die nehmen ja die Gummiköder, wie Sie sagen, der knubbelt einmal, ja, die Spitze geht, ja, dann lassen Sie bloß einmal los und ziehen an und dann sitzt er. Dann haben, ja, den Fisch genau, Schluck. Genau. Aber bei den Forellen, das ist eben so, wir haben ganz andere Köder für Forelle. Ja. Zum einen sind die noch mal deutlich weicher und zum zweiten haben die eben keinen Schaufelschwanz. Und wir haben hier, die werden geführt. Das heißt, die laufen beim Barschangeln laufen die ja so. Ja, so. Das ist wie beim Zahnangeln in der Absackphase, wenn der Wackelschwanz sich bewegt, dann geht er drauf. Genau. Wenn er auf Grund liegt. Genau. Und wir führen den so, wir führen den waagerecht in verschiedenen Tiefen. Ja. Und manchmal meinetwegen einen Meter unter der Oberfläche und manchmal 2 Meter unter der Oberfläche. Mhm. Also einfach ganz anders. Ja. Und ich habe hier Jigköpfe, die haben 0,1 Gramm. 0,3 Gramm, 0,5 Gramm. Also wirklich ganz, ganz leichte Dinger. Und ich habe dann Ruten, die haben 3 Gramm Wurfgewicht. Also ich habe gestern Samstag auch sehr viel große Brassen gefangen. Ja, und heute haben wir alles gefangen. Kaulbarsche. PL hat noch einen schönen Aal gefangen. Ein paar Güstern, Rotaugen. Ja, selbst nachher hier vorne direkt an der Mauer mit der Spoonroute, kleines Blei dran, kleinen Wurm dran, konnten sie auch noch Güstern, Rotaugen fangen, Barsche. Hat Spaß gemacht. Dann schauen wir mal, wo nächstes Jahr die Fishing Master Show ist. Der Sigi wusste noch nicht. Er würde gern hier in Mecklenburg-Vorpommern bleiben, weil es waren wirklich sehr, sehr viele Besucher da. Es ist ein sehr großräumig hier. Und wir hatten unwahrscheinlich viele Menschen, die mit uns gesprochen haben, die gefragt haben, wie wir angeln. Man konnte viel erklären. Das war wirklich, wirklich super. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Wir hoffen, dass das eine gute Location ist. Wenn eine gute Location ist, dann sind wir auch natürlich mit unseren Angelexperten wieder dabei und stehen den Leuten mit Rat und Tat zur Seite.